Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Late Night. Ich habe gerade gut eine halbe Stunde nochmal damit verbracht, das verdammte Feuerzeug zu suchen im ganzen Büro, bis ich hier schon fast aufgeben wollte. Und dann gucke ich hier auf den Schrank und was ist das denn? Jack Daniels. Unglaublich. Ein Sippo, ein Feuerzeug. Oh Gott, und ich habe gerade das ganze Büro nochmal auf den Kopf gestellt. Das gibt's doch nicht. This can come in handy. In der Tat. Okay, gut. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, unsere Kerze zu entzünden. Yay, jetzt können wir alles anzünden. Oder vielleicht auch nicht. Oh. Nicht, wenn wir hier so ein bisschen den Stuhl abfackeln? Besteht vielleicht aus nicht entflammbarem Material. Die haben ja hier keine Kosten gescheut in dem Büro. Unglaublich. So. Können wir jetzt die Oma abfackeln? Ist jetzt meine Frage. Beziehungsweise, was sollen wir jetzt überhaupt tun? Wir haben jetzt die Kerze. Vielleicht können wir damit das Schloss aufbrennen. Oder sowas. Die Palme abfackeln. Alles muss brennen. Eigentlich müssten wir doch jetzt eine Art Schlüssel finden, könnte ich mir vorstellen, denn... Ja, das hier ist immer noch abgeschlossen. Vielleicht ist die Toilette jetzt wieder offen? Und wir könnten da irgendwas finden? Vielleicht ein wenig in die Untiefen? Oh Gott. Ah, ich verliere die Orientierung. Vielleicht ein wenig in die Untiefen der Toilette leuchten. Vielleicht finden wir da was. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier alles durchstöbert. Ich war schon am Verzweifeln. Oh. Throw the candle! Yay, wir können sie... Ja, was? Oh shit. Es war nicht sehr effektiv. Oh shit, oh shit. Scheiße! Geh doch in die verdammte Lücke! Geh doch in die Lücke! Oh Gott. Oh shit. Oh. Nein! Oh Gott. Sie hat uns aufgegessen. Gut. Diesmal müssen wir nicht so... Was? Ah! Wo ist jetzt das verdammte Feuerzeug? Oh, hier ist es. Oh Gott. Oh, ich dachte schon, ich muss jetzt wieder eine halbe Stunde suchen. Oh Gott. Zum Glück. Okay. Gut. Was habe ich da denn jetzt falsch gemacht? Ich glaube, ich habe nicht weit genug geworfen. Oder so. Wo renne ich denn dann diesmal hin? Ich werfe und dann renne ich vielleicht... Renne ich vielleicht hier einfach rein, obwohl da steht der Stuhl im Weg. Aber ich habe auch nicht so die Zeit, so lange wegzulaufen wahrscheinlich. Ich laufe einfach hier rein. Hier unter den Tisch, das sollte in Ordnung sein. Okay, komm her, Oma. Komm her, Oma. So, muss ich irgendwie gedrückt erhalten, um weiterzuwerfen oder... Oh, shit. Oh ja! Yay! Yay, wir fackeln das Büro ab. Oh, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ah, ja. Oh, das tut doch gut. Oh, seht euch diese wunderschönen Flammen an. Und bald wird hier alles brennen. Ah, das wärmt doch das Herz. So ein schönes Feuerchen. Wo ist sie denn jetzt hin? Haben wir sie verbrannt? Haben wir sie ausgetrieben? Und was passiert, wenn ich hier reinlaufe? Oh. I need to put the fire out! Nein! Nein, ich will das Feuer nicht löschen! Was redest du da? Nö!
Nö, wieso? Ich finde das schön. Ich finde, das passt gut in den Raum. Das passt farblich ganz gut zu der Couch. Der Kontrast, so hell und dunkel. Ich finde, das passt ganz gut. Ist ein wunderschönes Deko-Element. Ich finde, das sollten wir hier so stehen lassen. Ja. Ich muss sowieso erst nochmal aufs Klo. Was ich gucken wollte, ist, ob das hier jetzt wieder offen ist. Nein, natürlich nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir bleiben einfach hier und warten darauf, dass wir verbrennen. Dass wir eins werden mit dem wunderschönen Feuer. gut, okay. Nein, das ist uns scheinbar nicht erlaubt, das Büro niederzubrennen. Das ist allerdings schade. Holen wir uns doch einfach dann Feuerlöscher. Hier waren noch Zehntausende. Ist das schon wieder abgeschlossen? Kann ich jetzt nicht einfach abhauen? Ich lasse das Büro einfach niederfackeln. Niederbrennen. Sieht sowieso viel besser aus in Ascheschwarz. Verdammt. Okay, dann holen wir uns halt einen Feuerlöscher. ich weiß, dass ein Feuerlöscher hinten in dem Dingens war, aber da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Oh. Hier ist allerdings auch einer. I need to put that fire out if I want to get out. So, können wir hier nicht durch den Notausgang? Wir müssen die Palme bewässern. Das ist das Wichtigste. Vielleicht können wir sie damit irgendwie düngen und dann wächst sie auf einmal ganz groß aus dem Gebäude raus und... Nein, nein. Ist das kein guter Plan? Okay. Oh, pff. Ich wollte schon sagen, oh, das Feuer ist schon aus, aber wir sind hier noch im Flur. Da fällt mir ein... So. Da wird sich Robert freuen, wenn er zurückkommt. Das hat er jetzt davon, dass er mir die ganze Zeit geholfen hat. Der Penner, was erlaubt er sich eigentlich? Mir einfach das Leben zu retten. Was für ein Arschloch. Es tut mir leid, Feuer. Es tut mir so leid. Du bist mein einziger Freund, Feuer. Und jetzt muss ich dich umbringen. Oh. Da haben wir den Feuerlöscher aufgegessen. Schmackhaft. Oh, was ist das denn? Was? Was? Wieso brennt die noch? Ich glaube, hier müssen wir auch nochmal löschen, sonst... ja, okay, lassen wir es einfach so liegen. Wird schon nichts passieren. Wird schon nichts passieren. Ach ja, richtig, wir wollten hier raus. Wir müssen das Feuer löschen, um rauszukommen, aber jetzt kommen wir gar nicht raus. Warum nehmen wir nicht einfach den Bildschirm hier oder den Feuerlöscher und schmeißen ihn durch das Glasfenster? Aber es geht natürlich nicht. Naja, wenn ihr natürlich schon feuersichere Stühle hier haben, Drehstühle, dann haben sie wahrscheinlich auch Panzerglas hier verbaut, könnte ich mir vorstellen. Naja, Webdesign heutzutage ist ein gefährliches Geschäft. Da muss man mit allem rechnen. Da braucht man schon panzersicheres Glas und feuersichere Stühle und sowas. Kann immer mal passieren, dass dann Angestellter, ein Mitarbeiter ausflippt, weil er irgendeinen Fehler im Code hat, ne, Rage Quit, und dann einfach mal das ganze Büro niederbrennt oder sowas. Ja. Ist schon gefährlich, sowas.
Was sollen wir jetzt nur tun? Habe ich die Klotür zugemacht? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ach, verdammt. Naja, vielleicht hat Robert ja noch eine Idee. Könnte ich mir gut vorstellen. Fragen wir Robert. Der hat doch jetzt bestimmt wieder irgendwas Tolles in seinem Büro angestellt, was uns irgendwie weiterhilft. Wahrscheinlich liegt da jetzt nur so eine Notiz. Du Penner, du hast meinen Arbeitsplatz vollgeschäumt. Jetzt helfe ich dir nicht mehr. Viel Spaß mit der alten Oma. Yay, ein Zettel. I'm opening the door. Be safe, my friend. I guess it's time to head home. Thank you, Robert. Thank you. Thank you. Okay, Robert, lasst uns raus. Yay. Yay, Robert. Oh. Das Licht ist wieder an. Okay, haben wir sie wirklich umgebracht? Wir haben sie tatsächlich verbrannt. Yeah. So, zurück zur Arbeit, nicht? Nein, scheiß drauf. Ich suche mir jetzt einen anderen Job. So, nehmen wir unsere Jacke mit und raus hier aus dem Scheißladen. Bloß raus hier. Bloß raus hier. Welche Tür hat er denn jetzt aufgemacht? Die Notausgangstür oder die Tür da hinten? Ah, schneller. Können nicht mehr so schnell laufen. Kein Wunder, wir haben einen Feuerlöscher gerade gegessen. Nein. Offensichtlich meint er die andere Tür. So, werden wir jetzt endlich Robert sehen, oder was? Dann muss ich ihn ja erstmal umarmen, den tollen Typen, und dicken Schmatzer aufdrücken. Komm her, Robert. Ach, komm her, Robert. Lass dich umarmen. Robert. Robert. Was mache ich hier eigentlich? Warum durchsuche ich? Oh Gott. Nach der Gewohnheit. Vielleicht hat er auch die Klotür aufgemacht, der Penner. Er verarscht uns wieder nur. Trollolol hier und so. Ich öffne die Tür für dich, die Klotür. Ah, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ah. Das wunderschöne Licht ist zurück. Die Kerze brennt hier immer noch so ein bisschen. Morgen liest man in der Zeitung, Webcom abgefackelt. Und ich bin meinen Job los. Aber den wollte ich eh nicht mehr haben. Das ist mir zu krank hier. Die ganzen Geister oben was und so. Und wenn wir eh schon unseren Job verlieren, können wir wenigstens noch irgendwas mitgehen lassen. Einen Monitor oder so mal eben in die Hosentasche stecken. Oder ein Stuhl, eine feuerfeste Couch vielleicht, oder eine Tür, eine schöne Mahagoni-Holztür hier, vielleicht. Ein, zwei Laptops vielleicht, oder Telefon, oder Robert. Wo ist Robert? Ich will Robert mit nach Hause nehmen. Ja, sie ist tatsächlich offen. Ah. Freiheit! Jetzt kommt wahrscheinlich die Oma wieder. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder! Brenne, Oma! Brenne in der Hölle! You survived the night and escaped the threat of the Black Widow. Or did you? Oh, did you? However, you found some clues. But one question remains. Will you be back tomorrow? Nein, ich werde nicht morgen zurück sein. Ich suche mir einen anderen Job. 4 Hinweise, okay. Und wie viele gab es? Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind der schwarzen Witwe entkommen. Erfolgreich. Dank Roberts Hilfe. Aber wo ist Robert jetzt hin? War das gerade Robert, der da gesprochen hat? Oder? Schade. Ich wollte ihn ja noch meine Dankbarkeit ausdrücken auf ganz besondere Weise im Nebenraum. Ich hatte schon meine Hose unten. Okay. Ja, jedenfalls. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Let's Play, und wenn es euch
gefallen hat. Und ja, wenn ihr vielleicht mehr wollt, dann schreibt das doch in die Kommentare. Soll ich noch mehr solche Indie-Games spielen oder nicht? Ja, und dann lasst doch vielleicht ein Like da, dann Fave und ein Abo, wie euch das gefällt. Ist auf jeden Fall immer schön zu sehen und unterstützt uns. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ich sehe dich.